RE80 Lübeck Betriebswerk Lübeck Hauptbahnhof, es ist 6:30 Uhr. Bereiten Sie den Zug für seinen Einsatz in Lübeck vor. BR 146.2 von der Deutschen Bahn, 438 Tonnen, 8 Wagen im Zugverband und 204,6 Meter lang auf der Strecke Lübeck-Hamburg, Hamburg-Lübeck. Und heute mal ein kürzeres Szenario, weil ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Geburtstagsfeier, ihr kennt das. Und deswegen mache ich heute mal ein kleines Video für euch. Ja, das muss ja auch mal sein zwischendurch. Deswegen machen wir das heute mal in aller Kürze. So, da wir ja uns trotzdem auf einer Rangierfahrt befinden, müssen wir trotzdem die Zugsicherungssysteme einstellen. AFB, AFB, AFB. Diese bestellen wir auf 40. So, dann würde ich sagen, sind wir soweit. Lösen die Bremse. Dann haben wir Abfahrt. Zugbeeinflussung. So, jetzt 45 soll man nicht fahren, das tun wir auch nicht. Zugbeeinflussung. So. Zugbeeinflussung, SIFA, SIFA. Dann fahren wir unseren RE an den Lübecker Hauptbahnhof, an den Bahnsteig. Damit die Pendler und so weiter einsteigen können. An diesem 12. August, wobei dann Pendler ist eher, naja. Samstag Pendler würde ich jetzt nicht sagen, dann halt Leute, die halt in Urlaub fahren oder. Zugbeeinflussung. Bisschen Leistung brauchen wir schon noch. Wie gesagt, das wird jetzt ein sehr kurzes Szenario, aber auch das muss es mal geben. Ich habe, wie gesagt, nicht viel Zeit heute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, das haben wir soweit geschafft. Sollen die Türen entriegeln? Ich glaube, dann war es das auch schon mit unserem Szenario heute. Wie gesagt, ein sehr, sehr kurzes Szenario, aber es kommen auch wieder andere Szenarien. Aber solche Bereitstellungsfahrten gehören ja auch dazu. Zum Fahrplanmodus. Wir haben noch nicht mal, können ja wenigstens noch die Strecke einstellen. Können wir nicht mehr. Das war's. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebraucht haben wir für das ganze Szenario 3 Minuten 6. Ist jetzt nicht das allergrößte oder das allerlängste. Wir haben immerhin Gold erhalten. War jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Habt noch ein schönes Wochenende, schönen Samstag. Wie gesagt, ich habe heute leider nicht mehr Zeit für euch. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Es kommen wieder andere Videos von mir. Morgen auf jeden Fall ein neues Szenario aus dem Fernbus-Simulator zusammen mit dem Busbot von Fair System Sound Design. Freut euch darauf. Macht's gut, habt einen schönen Samstag, habt eine schöne Zeit. Euer Danny Spieters. Ich hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit am Start. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.